Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RPC Community TV. Euer Moderator bin ich nicht und das ist unsere neue Folge mit den Reviews der Woche. Als erstes hätten wir jetzt hier gerade Marvel's Puzzle Crest Dark Ragon. Unterscheidet sich kaum von einem der Facebook-Puzzle-Spiele, auch wenn es auf Steam erhältlich ist. Dennoch gibt es hier gewisse Punkte, die den Unterschied ausmachen. Dazu raten wir zum Beispiel, dass ihr die Finger davon lassen solltet, wenn ihr nicht genau diese Art von Spiele, dieses Puzzle-Ding mögt und es auch schon länger spielt, beziehungsweise wenn ihr das gut könnt, denn ansonsten ist es nichts für euch und wird wahrscheinlich euch vorkommen wie Pay to Win. Denn zum Beispiel habt ihr nur 4 Slots für eure Helden und eure Lebensenergie ist begrenzt. Sobald ihr ein gewisses Level erreicht habt, werden eure Gegner euch nämlich angreifen und einen gewissen Anspruch bieten. Und dadurch kann das Ganze von Spaß ganz schnell zu Frust werden. Unser Fazit ist aber, es ist free to play. Es kann Spaß machen, kann aber auch nach hinten losgehen. Und wir hätten uns lieber so ein schönes Format à la Tetris gewünscht, wie zum Beispiel damals das Pokémon Puzzle League geboten hat. Aber man kann ja nicht alles haben. Leute des gesunden Menschenverstandes sollten jetzt lieber den Raum verlassen, denn The Order of Twilight ist was für ganz verrückte SpongeBob und My Little Pony Fans. Mit einem My Little Pony springen wir hier durch Levels und müssen Rätsel lösen, Gegnern ausweichen. Typisches Jump'n'Run halt, außer einen recht kleinen und simplen Levelumfang gibt es auch hier nichts mehr zu sagen über dieses Spiel, außer vielleicht testet es selbst. Weltraum-Cowboys, aufgepasst, hier kommen 3 Nationen mit die individuellen Schiffen und Klassen. Naja, so individuell sind sie dann doch wieder nicht. Den größten Unterschied machen an sich die Gruppen der Schiffe, T1, T2, T3 und so weiter, und die Nationen, wodurch die Fähigkeiten eures Schiffs bestimmt werden. Aber ansonsten macht das Ganze noch sehr viel Spaß, es sieht auf High-End einfach nur super toll aus und mit ein bisschen AC/DC oder Rock Like a Hurricane von den Scorpions kommt richtiges Feeling auf. Zum Abschluss haben wir hier noch für euch jetzt natürlich den Trailer und den Link zum Download bei Steam in der Videobeschreibung.
wo wir gerade zwischen Wahnsinn und abgespaced sind, genau das ist Trosh. Aber seht es euch am besten selbst an, wie durchgeknallt dieses Spiel ist. Alle Download-Links auch bei dieser Folge in der Videobeschreibung. Jetzt kommt für euch noch der Trailer zu Hatman Shadow Ward. Und dann war's das für heute auch schon wieder. Wir sehen uns nächsten Donnerstag zu RPC Community TV. Viel Spaß! Oh, goody! I'm already fucking shitting my pants.
Notes, notes, notes. Okay, avoid the giant hole in the ground. Oh shit, stop, stop! What? Oh shit. Don't. Don't do that thing. Don't drop that. Don't. Why you gotta be so noisy, Doors? He's gonna find me. Yeah, this is, but like I was saying, it's got really good atmosphere. I really feel the creepiness, the reluctancy to move forward. Am I going the same way I just came from? What? I didn't tell you anything! Oh, Jesus! Please don't be a dead end. Please don't be a dead end. Why is my heart beating? What's happening? Oh, God. Alright. No. Please stop. Are you going insane or something? No, I think he's close or something. Oh, dude. This game is freaking me the fuck out. Don't stand on that shit too long. God damn it! Shit. I saw him. Definitely saw him. I saw those glowing eyes, and that's all I needed to see. What? What was that? Yo, fuck you, but, like, in a nice way, but fuck you. Like, that scared the shit off. Oh my god. Start to forget the things you should remember. The things you should forget. It's been 10 years.